Leute, herzlich willkommen. Auf den Gras, Sauer Gaming. Und wie ihr hier schon sehen könnt, spielen wir heute mal wieder eine Runde Hausflipper. Und wir gehen auch direkt rein und haben auch schon wieder sechs Dinge, die wir machen sollen, anscheinend. Und hier steht, befreie mich von diesen schrecklichen Farben, Süßer. Ja. Herzliches Hallöchen. Ich freue mich, dass du mir deine Hilfe bei der Renovierung angeboten hast. Ich hoffe, dass das Angebot immer noch aktuell ist. Du würdest doch so eine tolle Person wie mir nicht absagen, oder? Nun, die Sache sieht so aus. Vor einem Monat bin ich in das Haus meiner Cousine gezogen. Sie ist eine, naja, wie soll man sagen, Künstlerin. Ihre künstlerische Seele flüstert ihr nachts ins Ohr, dass sie in ein Haus leben muss, welches aussieht wie ein Weihnachtsbaum. Wirklich, da tut mir schon die Augen weh. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin dadurch so wütend, dass ich ständig mürrisch herumlaufe und bald davon Falten bekomme. Das wäre erst eine Tragödie. Wir müssen da irgendwas regeln. Und du, mein Schnuckel, wirst mir dabei helfen. Noch bevor meine Cousine von der Tournee wiederkommt, musst du alle Wände neu streichen. In normalen Farben selbstverständlich. Ruhig, gelassen, du weißt, was ich mag. Danke für alles. Und dann noch so zwei Herze. Und denke dran, Eile ist geboten. Ja. Das sage ich jetzt nicht, was da steht. Und dann legen wir auch direkt mal los. Also so sieht das anscheinend aus. Denke ich jetzt mal. Sieht aber wirklich kacke aus. Naja. Du kannst ungemachte Betten machen, indem du ewig. Ja, das weiß ich schon. Das weiß ich schon, seitdem ich das Spiel habe. So. Außen 500 Quadratmeter. Alles klar. Reiche mit den Farben verblichene Zitrone. Oh. Können wir auch direkt so einen Rieseneimer nehmen. Da streichen. Streich, heute ist eine Streichfolge. Sonst tue ich ja meistens immer irgendwie irgendwas säubern, aber heute mal ein bisschen streichen. Und Leute, aktuell tue ich auch ein bisschen vorproduzieren, also nicht wundern. Genau. Ich tue ein bisschen vorproduzieren. Weil ich auch mal ein bisschen frei haben will. Kann man sagen, weil wir haben ja jetzt Ferien so und da will ich halt auch ein bisschen Ruhe. Deswegen tue ich vorproduzieren. Aber wie gewohnt kommen natürlich Videos jeden Tag um 15 Uhr. Genau. So. Ja. So. Dann machen wir hier noch diese Wand. Aber es sieht schon tatsächlich besser aus. Man einfach mal sagen. So. Was geil wäre, wenn diese Leute dann auch noch danach antworten würden. Seht ihr, wie ich meine, Leute? Wenn das hier fertig ist. So, fertig. Können wir das hier wieder kaufen. Okay, hier muss ich aufspeichern. Okay. Heller Pfirsich. Soll ich alles mit dieser Farbe streichen oder was? Ist doch wieder dieselbe, oder? Ah, ne, das ist eine andere Farbe. Warum geht die denn so schnell leer? Warte, ich kann mal kurz was gucken. Verbesserungen. Ja. 439 Wände streichen um 5%. Ja, streiche um 5% schneller. Okay. Also, dass man den Wände streicht, dauert ja ewig, um alle Verbesserungen zu bekommen. Aber man soll ja auch nicht so schnell direkt fertig sein, ne? Oh, habe ich schon gestrichen? Hallo, ich bin hier hin. Danke. So. Ey, geile Gitarre, muss ich sagen. Seid ihr eigentlich so Gitarren, also seid ihr so Musikleute, die gerne Musik machen irgendwie? Oder seid ihr wirklich so Zocker? Oder seid ihr komplett was anderes, wie dass ihr draußen so ein bisschen mit Freunden draußen seid? Schreibt mal gerne in den Kommentaren. Ich kann hier die Wand nicht streichen. Jetzt. Boah. Schwere Geburt.
So. Dieses Wand sieht so kacke aus. Dieses Bild sieht so kacke aus. Das passt ja jetzt null hier rein. Vor allem, weil hier alles grün ist. Gefühlt. Also so alles nach grün angepasst. Also das müsste dann auch eigentlich geändert werden. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Wenigstens etwas, was ich nicht machen muss. So. Dann einmal das. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld bekomme ich jetzt hierfür? Weil es ist ja schon anstrengend, ne? Die ganze Zeit auf die Maus zu tippen. Also, müsste ich ja auch genug Geld verdienen eigentlich damit. Hoffe mal, die gibt mir gut Geld. Good Money. So, zack. Ich lasse die Tür am besten mal auf, damit ich weiß, dass sie da schon war. Hier geht's raus. Ah, hier muss ich auch wieder mit Helm Pfirsich streichen. Badezimmer nicht. Streichen mit farbenschläfriges Blau. Okay. L. So. Dann fangen wir hier mal bei der Tür wieder an. Boah, das ist auch eine geile Farbe. Auch eine geile Farbe. Muss man einfach mal sagen, das ist auch eine geile Farbe. Finde ich nice. Weiß aber tatsächlich echt nicht, wie ich mein Haus oder meine Wohnung irgendwann mal machen werde. Denk auf jeden Fall, irgendein Zimmer wird safe mit der Farbe Orange sein. Viele, die es nicht wissen, meine Lieblingsfarbe ist halt Orange und ja, deswegen. So. Warum ist diese Hälfte so weiß und die andere Hälfte so gelb? Das verstehe ich nicht. Sieht ja so kacke aus. Jeden Fall merkt man, dass die schon künstlichere Dingsbums meint. Also, da brauchst du auch erstmal ein bisschen Dings zu. So. Zack. Zack, zack, zack. Dann machen wir das hier mal alles schön blau. So. So, jetzt habe ich hier aber irgendwie noch hier das. Prozent. Dann muss ich das hier auch machen, oder was? Ah, das hier. Nee. Hä? Was soll man denn hier noch streichen? Leute, seht ihr, was man hier noch streichen soll? Also, ich sehe nichts. Oh. Doch, jetzt sehe ich was. Hat man ja null gesehen hier. Ja, jetzt ist fertig. So, dann machen wir das hier auf. Da war ich schon drin. Ah, das ist jetzt, glaube ich, das nächste, weil hier geht's nicht. Hier geht's raus. Okay. Jetzt auch raus. Warte, ich mache jetzt alle Türen auf, wo ich schon war, Junge. So. Hier war ich auch schon. Hier war ich noch nicht. So. Gehen wir erstmal hier rein. Das ist das, was wir gerade in der Vorschau gesehen haben. Mit diesem komischen Farben hier. So. Weiß gar nicht, ob man hier vorher und nachher sehen kann. Wäre auf jeden Fall geil. Also, ich habe mal gesehen, dass es bei jemandem funktioniert. Hat. Aber ich weiß nicht, ob das bei mir funktioniert. Egal. Die sind ja auch nur zum Streichen erstmal hier. Ohne Küche wäre aber auch schon nice, ne? So. Wobei, es sieht halt ein bisschen alles hier kacke aus, ne? Weil da ist so eine Waschmaschine noch neben. Hier ist dann direkt die Küche. Also, frag mich, wer neben einer Küche direkt eine Waschmaschine hat.
Würde ich lieber eine Abstellkammer oder so haben. Also irgendwo da, wo auch halt das dann, wo dann auch der Anschluss ist, steht, die halt hin. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man in seinem Haus oder Wohnung nicht auswählen kann, ne? Und auch Toiletten kann man nicht auswählen. Es sei denn, man baut sich halt ein Haus selbst. Aber sonst kann man das nicht. Das musst du da halt immer Dateien bauen, hinmachen, wo du haben, wo du es halt hin, wo du es halt brauchst, meine Güte. So. Aber das wird schon. So. Ich würde mir auch erst ein Haus holen, wenn ich halt genug Geld dafür hätte. Erstmal als Anfang wirklich einfach nur in einer Wohnung wohnen. Aber wer weiß. Kommt auch immer drauf an, wie viel man halt verdient, so. Wenn ihr versteht, was ich meine, Leute. So. Zack. Dann das hier noch alles streichen, so wie es sein soll. So. Nicht mehr viel Farbe ist da drin. Ah, jetzt wird's leerer. Oh. Warte. 2% fehlen irgendwo. Wo fehlen denn jetzt hier 2%? Ach da. Ich habe keine Farbe mehr. Toll. Dann hole ich mal kurz noch eine kleine hier. So. Zack. Ah, schon alles fertig. Ja, 100% des Auftrags erledigt. Okay. Ich habe 3.509 Euro verdient. Beziehungsweise Dollar sind das hier, glaube ich. Keine Ahnung, ob das jetzt Dollar oder Euros sind. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen, aber. Das ist schon viel für Streichen, ne? Du musst dir vorstellen, du streichst nur die Wände. Okay, du bezahlst halt die Farbe mit. Also ich muss halt die Farbe ja selber kaufen, aber sonst. Oder? Was wir auf jeden Fall heute jetzt machen werden, ist ein Haus kaufen. Und dieses Haus, Leute, das werden wir nächste Woche komplett sauber machen. Vielleicht kommt dann eine XXL-Farbe. Auf jeden Fall will ich jetzt eins mit was so viel. Kostet. Haus und Auto. 75. Schildkröten. Haus. Ah ja. Ich würde sagen, dass ich mir dieses hier hole. Ja. Passt auf jeden Fall. Etagen 1, Räume 7. Ja, Haus kaufen, ne? Bleiben. Zack. Könnte ich praktisch dieses hier wieder verkaufen und das dann zu meinem Büro machen, weil ich will das zu meinem Büro machen und das entfernen. Und dann werde ich mir ein Haus kaufen und dann irgendwann auch verkaufen. Aber erstmal gehört mir das jetzt mir. Das wird mein neues Büro, denn diese Schrott-Dings hier verkaufe ich und dann ist das mein Büro. Ich weiß gar nicht, kann man das direkt schon zum Dings machen? Wenn ja, dann mache ich es jetzt noch. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon, dass es ziemlich kacke aussieht. Also dreckig meine ich. Und ja, das wird blöd. So, kann es jetzt mal laden oder nicht? Ah, jetzt hat es geladen. Ja, auf der linken Seite schön. Aber ich will es nicht verkaufen, sondern das soll mein Haus sein. Käufer, nee. Okay, geht tatsächlich nicht. Warte mal. Tablets. Galerie, nee. Shop. Fotoapparat. Nee, ich will kein Foto machen. Büro hierher versetzen. Ja. Du hast gerade ein neues Büro ausgewählt. Ab nun wird das dein neues Büro sein. Es reicht aus, wenn du den Platz wählst, wo dein Laptop stehen soll.
Und das alte Büro kannst du jederzeit wechseln, um es zu verkaufen. Ich pack das jetzt erstmal hier hin. So. Das gehört nämlich jetzt mir. So. Und jetzt kann ich das andere Haus. Warte. Das andere Haus. So. Browser. Erstes Büro zum Haus. Und das verkaufe ich jetzt eben kurz. Und dann habe ich schon ein geiles neues Büro. Naja, noch ist es nicht geil, weil es noch dreckig ist. Aber es wird noch geil, Leute. Wenn ich mal hier reinkommen würde, da trinke ich jetzt erstmal was. Weil ich tue ja vorproduzieren gerade. Und Leute, ich sitze hier schon seit 5 Stunden oder so nur an dem PC und tue vorproduzieren. Ah, so. Ey. Na, können wir das hier eigentlich schon verkaufen, so. Haus verkaufen. Du hast das Haus gekauft für 23.000. Die Höhe deines aktuellen Budgets ist 6.000. Eine Arbeitszeit in diesem Haus beträgt eine Stunde. Zur Auktion gehen. Mache ich Minus. Immer noch Minus. Immer noch Minus. In diesem Haus gibt es keinen Platz für Bücher. Ich hätte gerne eine Sauna in mein Haus. Angebot annehmen. Verhandeln. Mindestens 3.000 noch höher. Dein Angebot ist zu niedrig. Ich kann das Haus an dich verkaufen, wenn du noch 3.400 drauf seid. Sorry, nein. Okay. Dann nehme ich es an. Dann nehme ich es an. Ich habe jetzt mein Haus verkauft. Hab zwar ein bisschen Minus gemacht, aber egal. Hauptsache, ich habe ein bisschen wieder Geld auf Konto, damit ich auch noch weitere Sachen für andere erledigen kann. Weil irgendwann, Leute, kann ich keine Sachen mehr machen und muss halt Häuser verkaufen und kaufen. Und ja, deswegen. Ja. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Im nächsten Video tun wir hier mal mein Büro ein bisschen einrichten und sowas. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag und abonniert den Kanal, liked den Kanal, kommentiert auch gerne was. Schaut auch noch auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sowie noch andere Links zu Instagram und Co. Schaut mal in meine Videobeschreibung. Und jetzt habt auch einen traumhaften Tag. Haut rein, also euer Sandu. Ciao, ciao.